Es fühlt sich aber gar nicht so an wie im Märchen. Ich weiß nicht genau. Ich fühle das. Direkt mit der Scheiße! Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen Bösen. Direkt in die Arme. Hallo zusammen. Das ist Havu. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank. Sehr gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Let's go, lose control. Slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control. Slip and slide on the dance floor. Let's go, lose control, slip inside on the dance floor. Let's go, lose control. 3, 2, 1, drop it. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Erdbeben! Erdbeben! Fragen wir da nach dem Weg. Hallo! Ist irgendwer zu Hause? Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo. Du blöde Schnepfe! Hallo. Mutter und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu heiß. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Papa Wutz liest Peppa und Schorsch eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Und so lebten der Prinz, die Prinzessin, der glücklich und zufrieden für immer zusammen. Ende. Peppa und Schorsch sind bei der Gute-Nacht-Geschichte eingeschlafen. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Leben genommen. Es war einmal ein kleines Schweinchen. Sein Name war? Seine Mutter. Er machte sich auf, um sein Glück zu suchen. Bald kam er an einen großen Wald. Gefällt dir die Geschichte, Schorsch? Mitten im großen Wald kam er an ein kleines Haus. Und in diesem Haus fand er eine Schale Grießbrei. Seine Mutter hatte großen Hunger. Und so aß er alles auf. Ham, ham, ham. Aber als er gerade fertig war, kam Baby herein. Wir sehen uns später. Wiedersehen. Du wirst gefickt. Das war Zauberbrei. Von dem wirst du ganz groß werden. Und dann fing Schorschi Wutz an zu wachsen. Er wuchs und er wuchs und er wuchs und er wuchs und er wuchs. Was Papa Wutz bei diesem Buch offenbar vergessen hat. Tja, ich habe es tatsächlich schon sehr lange. Nicht schlimm. Run. Und ihr geht jetzt schlafen. Aber nur, wenn Papa noch aus dem Buch vorliest. Das ist aber eigentlich keine Gute-Nacht-Geschichte. Bitte, Papa, lies es vor. Okay. Beton mischen für den Hausgebrauch. Beton ist ein Baumaterial, hergestellt aus Sand. Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und Sand und Gute-Nacht. Wasser und... Kapitel 1. Sand. Gleich eins aufs Maul. Es ist Morgen.
Peppa und ihre Familie fahren zur Bücherei. Boah, hier stehen aber viele Bücher. Shh, Peppa, in einer Bücherei muss man leise sein. Warum? Weil die Leute zum Lesen hierher kommen und dabei wollen sie Ruhe haben. Der Nächste, bitte! Frau Mümmel ist die Bibliothekarin. Hallo, Mama. Möchten Sie diese Bücher zurückgeben? Ja, Frau Mümmel. Immer her damit! Oh! 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 Warum macht der Computer so ein Geräusch? Er schaut nach, oh! Jemand oh! und ein Buch zu lange behalten hat. Ich fürchte, ich habe dieses Buch tatsächlich ein bisschen zu lange behalten. Keine Sorge, Papa Wutz. So schlimm wird es wohl nicht sein. Oh! Was? Papa Wutz, Sie haben dieses Buch ja schon seit 10 Jahren. Scheißfotze! Papa! Entschuldigung, Frau Mümmel. Geht schon in Ordnung. Jetzt können Sie sich ein neues ausleihen. Frau Mümmel, dürfen Schorsch und ich uns jetzt auch ein Bitch. Ausleihen? Gern. Die Marvin. Buchabteilung ist hier drüben. Oh, guck mal. Über Pfiffen, Blumen, Prinzessinnenkleider. Hallo, Peppa. Oh, hallo. Motherfucker. Kommt denn jetzt eine blöde Schnepfe drin vor, Papa? Hoho. Ho. Ja, es kommt eine blöde Schnepfe vor. Die schläfrige Schnepfe. Den. Das kommt später. War die schläfrige Prinzessin schön? Ja, sie war sehr schön. Deshalb sah sie sich auch so gerne im Spiegel an. Ich bin wunderschön. Und wer hat noch im Schloss gelebt? Ja. Bei der Prinzessin lebten sonst noch der kleine und deine Mutter. Das stimmt, die lebten auch noch alle da. Hatte der König einen Dickbauch? Keinesfalls. Er sah scheiße aus. Wie ich. Außerdem gab es da auch noch einen Drachen. Dinosaurier. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Oh ja, es war kein Drache. Es war ein Saurier. Es war ein großer, grimmiger Dino. Der nach Hundepisse schmeckt! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Oh je, vielleicht war der Dino doch nicht ganz so grimmig, oder Papa? Tut mir leid. Nein, der Saurier war sehr freundlich. Er aß eine Menge Gras. Papa Wutz. Ups, hoppla. Das war doch nur der Dino. Papa, warum nannte man die Prinzessin schläfrig? Also, das war so. Fürchte dich nicht, mein Kind. Ich bin die liebe Sandmannfrau. Und ich bin hier, um dir meinen magischen Traumsand in deine Äuglein zu streuen, damit du heute Nacht süß träumst.